Mein Name ist Lisa Ellermann, ich bin 20 Jahre alt. Ich studiere in Münster Lehramt mit den eher uninteressanten Fächern. Okay, ist immer je nachdem, wie man sie gestaltet, aber Geschichte und katholische Theologie. Hört sich sehr trocken an, muss es nicht sein. Ich bin politisch in Dorsten sesshaft, wohne da auch als ersten Wohnsitz noch. Ich pendel immer zwischen Dorsten und Münster und bin bei den Linken. Ich glaube, wie die meisten, vor allen Dingen Menschen in meinem Alter, ist das erste Mal politische Bildung in der Schule. Politikunterricht, Geschichtsunterricht, aber auch Seminare oder Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, die man macht. Und es war bei mir genauso. Standardmäßig 5. Klasse Politikunterricht. Und danach hat sich es immer weiterentwickelt. Ich war 2019 bin ich in die Bezirksschülerinnenvertretung gegangen in unserem Kreis Borken. Das heißt, es ist sozusagen die höchste Stufe an Schülerinnenvertretung über den ganzen Kreis. Da war ich dann Bezirksschülerinnenvertreterin. Das heißt, für knapp 40, 50.000 Schülerinnen und Schüler habe ich dann deren Meinung vertreten. Das war dann so die erste wirkliche politische Ebene, die man erreichen kann, ohne dass es in Richtung Partei geht, sondern wir waren parteineutral. Und da ist es vor allen Dingen wichtig, dass man mit den Schulen und mit den Schulleitungen kooperiert und da die Meinung der Schülerinnen und Schüler einfach, was stört uns, was erwünschen wir uns. Es geht um Themen wie Menstruationsprodukte, dass die kostenfrei sind. Wasserspender hört sich sehr uninteressant an, ist für uns jungen Menschen eigentlich ein ziemlich wichtiges Thema. Und dann ging es tatsächlich auch über die Europawahl in Richtung Die Linke. Und dann bin ich auch ziemlich schnell in Die Linke eingetreten. In Dorsten habe mich da dann etabliert durch, ich bin jetzt sachkundige Bürgerin in zwei Ausschüssen und arbeite sehr in der Fraktion mit, aber auch parteipolitisch in der Partei, dass wir halt einfach Infostände machen. Und da ist politische Arbeit halt wichtig, weil wir möchten mit den Mitmenschen um uns herum Demokratie gestalten und auch das Demokratieverständnis oder unser Demokratieverständnis nach außen bringen. Demokratie lernt man nicht einmal, man lernt es ein Leben lang. Absolut. Also ich finde, politische Bildung muss immer auf wissenschaftlichen Fakten basieren. Natürlich auch durch eigene Meinungen, aber wie funktioniert eine Diskussion? Jeder bringt seine Fakten mit rein. Es ist immer, also hat immer eine wissenschaftliche Grundlage. Und das finde ich wichtig, das finde ich auch schön, dass wir es in der Corona-Pandemie hatten, aber das haben wir ja auch zum Beispiel, wenn es darum geht, politische Bildung Richtung Klima. Da geht es ja auch um eigentlich wissenschaftliche Fakten. Uns als allen bekannt, wir haben eine Klimakrise, dann geht es darum, wann kommt sie, was können wir machen? Und so entstehen eigentlich alle Diskussionen. Ja, hier, wir sind hier bei der DGB, das ist ja zum Beispiel auch was Unabhängiges. Dann haben wir aber auch natürlich Rosa-Luxemburg-Stiftung, BSV, also Bezirksschülerinnenvertretungen, Landesschülerinnenvertretungen, aber es fängt ja auch schon mit den SVen an. Die sind ja alle sozusagen parteineutral und bringen ihre eigene Meinung heraus. Und das muss aber auch finanziell unterstützt werden. Solche Veranstaltungen finanzieren sich ja nicht von alleine. Das heißt, da, die müssen weiterhin kostenlos bleiben und da muss das Land ganz klar finanziell mit tragen. Sie muss vom Land auf jeden Fall finanziert werden. Und dann natürlich über Mitgliedsbeiträge oder vielleicht auch Spenden, obwohl da sehe ich das immer als linke Person ein bisschen kritisch, ne? Großspenden zum Beispiel, die beeinflussen natürlich immer so ein bisschen die politische Meinung, weil warum macht man eine Großspende? Man möchte so ein bisschen seine Interessen mit reinbringen. Deswegen eher Mitgliederbeiträge und dann natürlich vom Land finanziert, das sichert überhaupt neutrale Politik und Bildung. Wir haben ja viele Umbrüche. Der neueste Umbruch ist natürlich der Ukraine-Krieg, welcher ja natürlich auch ein bisschen die Meinungen spaltet. Aber da ist es natürlich vor allen Dingen schön bei politischer Bildung, dass man zusammenkommt. Man kann sich austauschen, man kann Ängste austauschen und man hat auch irgendwie ein Gefühl von Zusammenhalt und Zusammenkunft. Das heißt, vielleicht hat man dann weniger Angst danach. Und das ist bei politischer Bildung einfach absolut. Also ich kenne es zumindest zum Beispiel nicht anders. Es sind die Ängste der Schülerinnen und Schüler. Der Druck der Schülerinnen und Schüler, aber auch Fridays for Future ist ja theoretisch auch politische Bildung. Natürlich in einem Thema nur, aber es ist auch politische Bildung. Das heißt, das sind wirklich Zusammenschlüsse von Menschen, die Ängste haben, aber auch Ideen haben. Und das hilft enorm bei solchen Transformationen, die wir überall sehen.
Ich finde beides gut. Also ich sehe es ja zum Beispiel, es gibt Seminare, die kann man nicht nur an einem Tag machen, sondern die muss man einfach zwei-, dreitägig, teilweise auch 8- bis 10-tägig machen, obwohl das dann vielleicht auch eher wieder eine Betriebsweiterbildung ist oder generell der ganze Betrieb innen drin ist. Aber das sind Sachen, da ich kenne es ja selber, ich bin. Habe mein Abitur zu Corona-Bedingungen gemacht. Es ist nicht schön, tagelang, stundenlang nur am Rechner zu sitzen. Ich wurde auf die Landesliste gewählt, das war auch alles online. Und da saß man 10 Stunden dauerhaft vor dem Laptop und das ist nicht schön. Und das ist auch dann keine wirkliche Weiterbildung, weil man hat ja andere Faktoren, die einen ständig ablenken. Sei es der Gang zum Kühlschrank, sei es das Handy oder vielleicht auch Familienangehörige, Kinder, die noch da sind. Das heißt, bei manchen Themen und länger dauernden Seminaren ist es wichtig, die in Präsenz zu machen. Aber ich sehe es ja auch selber, DGB Jugend hat ja ganz oft auch kleinere Seminare, zum Beispiel als Beispiel so das SV-Seminar. Das geht vielleicht 2, 3 Stunden, wenn überhaupt, 1,5 Stunden gehen solche Vorträge meistens. Die in Präsenz zu machen, finde ich eher nicht schön, weil dann hat man auch einen viel kleineren Bereich, den man abdeckt. Solche kürzeren sollten eher online sein, weil man hat dann eine viel größere Reichweite von Menschen, die vielleicht aus ganz Deutschland zusammenkommen.